Warum hat DIN die Koordinierungsstelle Logistik eingerichtet? DIN hat festgestellt, dass das Thema Logistik in sehr vielen Normausschüssen und Arbeitsausschüssen schon behandelt wird, aber unabhängig voneinander. Und da wurde geguckt, welche Themen haben wir denn insgesamt, welche Themen der Logistikkette besetzen wir, und festgestellt, dass es da sehr viele Sachen gibt, die nicht miteinander abgestimmt laufen, und haben dann überlegt, dass man sich tatsächlich mal koordinieren zusammensetzen müsste, um festzustellen, was gibt es schon, wo ist noch Bedarf, also wo fehlen die Schnittstellen und wie kann man die einzelnen Teile der Logistikkette zusammenbringen, um sich besser auszutauschen und bessere Normen und Standards zu setzen. Koordinierungsstelle Logistik bietet eine hervorragende Plattform zum Austausch von Expertenwissen. Heute hatten wir das Thema Lithium-Ionen-Batterie in der Anwendung im Transport. Wir konnten hier durch die Expertise vieler Experten einen wunderbaren Informationsaustausch generieren, der alle Beteiligten voranbringt. Eine kurze Frage auch an Sie, Herr Hefs. Warum finden Sie die Koordinierungsstelle Logistik beim DIN sinnvoll? Ich glaube, dass wir in Deutschland zusehen müssen, dass wir Doppelarbeit gerade bei technischen Standards verhindern, dass wir die Standardisierer, die wir haben in Deutschland, so koordinieren müssen, dass da für alle was Vernünftiges bei rauskommt. Und das gilt auch für die Zusammenarbeit zwischen DIN und VDI.